Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Mist Survival. Da geht's, Folge 3 nach dem Update. Ich habe natürlich wieder völlig meine Taschenlampe verpennt beim letzten Mal. Hab natürlich auch gleich wieder einen schönen trockenen Hinweis gekriegt. Ich möchte doch mal das L für Licht drücken. Als wenn ich noch nie Mist gespielt hätte, ehrlich mal. Ich habe nicht dran gedacht. Aber mit der Fackel gab es hier drin auch ein schönes Licht. Uhr und Dose sind eigentlich in Ordnung. Wir haben es 19.45 Uhr. Ich habe noch nicht gepennt. Ich werde mich jetzt erstmal kurz hinlegen. Ja. Mal ganz gemütlich. Und mal 9 Stunden durchziehen. Damit wir es mal wieder ein bisschen hell hier haben. Oh. Ja. Vielleicht muss ich nochmal ein Stündchen nachlegen. Wäre jetzt auch kein Problem. Ja, ich denke, um 6 Uhr können wir vor die Tür gehen. Was? Die Force Wake Up. Oh. Alter. Bleib mal lieber draußen, mein Freund. Jetzt komme ich mit der Baseballkeule. Ich sag's dir nur. Hallo? Oh. Scheiße. Kann ich die durch die Tür nicht hitten hier? Also die mich anscheinend schon. Mir wird ein bisschen ungeschickt angestellt. Kann ich nochmal ein Stündchen schlafen? Ein Stündchen schlafen vielleicht? Ich, ist gar keinen Bock hier raus zu den Jungs zu gehen. Die verprügeln mich doch, ohne nochmal nachzufragen. Boah, habt ihr gesehen, wie die aussahen? Ey, cool. Kommst du nochmal? Ich trau mich auch nicht so richtig ran. Scheiße. Dass er mich gleich mal hier killt. Tja, ich sollte auf jeden Fall mal ein bisschen was trinken. Vielleicht brauche ich auch noch nicht unbedingt die Pullen. Batterien. Ich stecke sie mir erstmal ein. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Ah, okay. Ach, das gibt's doch nicht. Hallo? Oh. Könnt ihr das hören? Da klappert der Kiefer sogar bei dem. Ach, da ist er ja wieder. Aua. Scheiße. Denn aus hier? Hat er mich schwer erwischt? Nee. Aha. Ich glaube, dem habe ich einen verpult. Und sein Kumpel auch noch. Guck, der zappelt da nur noch. Leute, es ist 6 Uhr. Müsst ihr nicht langsam mal ins Bett? Beziehungsweise ihr schlaft doch tagsüber, oder? Oh, da kommt schon wieder einer. Ich wusste es ganz genau. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Oh, das ist so eine spitzenmäßige Methode hier. Das gibt's doch nicht. Wie viele sind denn hier von den Jungs? Wow, scheiße.
So, ich wollte ja eigentlich nur mal looten hier. Auf einmal steht hier die ganze Armee von Zombies vor meiner Tür. Also wenn es hier nicht noch ein paar Zimmer mehr gäbe. Oh, scheiße, Munition muss ich schon mal irgendwie mitnehmen. Guck mal hier. Wie lange sind die denn so unterwegs, die Jungs? Lass mal die Pullen hier. Ich hätte jetzt die Munition schon noch ganz gerne mitgenommen. Rohrschüssel. Oh, es dampft immer noch hier rum. Also wie viel habe ich denn jetzt von denen abgelascht? Aber irgendwer ist hier immer noch. Hallo? Nein. Bin mir noch nicht ganz sicher, wann ich hier wieder raus kann. 6.10 Uhr. Ich mach nochmal, ich lebe mir mal nach der getan, nach der schweren getanen Arbeit. Mach mal ein Stündchen hin. So, meine Freunde, wie ist es denn? Ich habe natürlich auch ohne Ende Kram dabei. Den ich alles nicht mehr mitnehmen kann. Oh, Schießpulver. Rex. Und warum versprühen die hier so ein komisches Zeug? Sind die cool. Ich hoffe, jetzt ist es erstmal gut hier. Draußen möchte ich eigentlich keinem begegnen. Schön viel Salz haben die dabei. Ich brauche auf jeden Fall mal eine Lagermöglichkeit. Echt kein Weg dran vorbei. Erstmal unten die Türen. Warte, ich bin schon wieder ganz angespannt. Also dann tue ich hier nichts. Und hier unten sieht es auch ziemlich... Ja, ist klar, dass sie alle in mein Zimmer wollten. Das war das einzige möblierte Zimmerchen. Der Rest ist aber ganz schön... schal eingerichtet. Ich will hier was... Könnte jetzt auch oben sein. Scheiße, ey. Da weiß ich ja jetzt nie, ob hier gleich so ein Typ hier draußen rumläuft. Und da kannst du durchs Fenster reingucken. Das ist auch eingerichtet, wie es aussieht. War keiner drin. Hoffe ich zumindest. Eieieiei. Gut, hier gibt es ein paar Flaschen. Und jetzt bist du schon wieder am Looten, obwohl du eh nichts mehr mitnehmen kannst. So richtig gut. Eine gute Idee ist es, glaube ich, auch nicht. Mach mal Taschenlampe aus. Ich sehe die Schubladen gar nicht richtig. Ah, okay. Aber das Spiel ist im Allgemeinen doch recht dunkel. Ich muss mal gucken, ob ich in den Einstellungen da noch was umstellen kann. Kommt mir irgendwie deutlich dunkler vor, wie vor dem Update. Ja, aber nichts drin. Oh, die Wasserpulle. So eine leere Pulle hätte ich schon mal gerne, um mir ein bisschen Wasser abzufüllen. Na, die Batterien stecken natürlich wieder nicht. Das macht keinen Sinn. Wir gehen jetzt auf die Suche nach einer Base. Hilfe!
Eieieiei. So, du bist hier am Motel. Wenn die Karte noch irgendwie ein bisschen... ja, vor dem Update gleicht. Ist ja hier an der Straße. Wo rechts die kleine Werkstatt war, wo wir mal auf der Palette gepennt haben beim Nebel. Das werde ich auch nie vergessen, glaube ich. Und irgendwann... ein Banditenlager oder was? Hier direkt an der Straße? Das wäre aber auch neu. Tatsächlich, da latscht einer lang. Mit dem will ich mich jetzt aber noch nicht anlegen. Oh Gott, wo gehe ich lang? Ich glaube, ich bleibe erstmal an der Straße. Oh, weg von den Banditen hier. Dann lieber zum Bären direkt. In meiner Baseballkeule. Mal gucken, wie lange ich auf dem rumknippeln muss. Bis der mal umfällt. Okay, gibt's natürlich wahrscheinlich... keine Werkstatt mehr. Was denn hier? Statue. Okay. Ja, das meine ich, ne? Es ist eigentlich mitten am Tage und es ist doch ganz schön finster hier. Dass du schon fast deine Taschenlampe ständig anhaben musst. Vielleicht... oh, Combat Knife. Eins hätte ich. Ja gut, wenn du eins dabei hast... muss das erstmal reichen. Wir haben immer noch keinen Platz. Hier ist ein Spind. Warte mal, kriege ich den hier raus? Ich laufe jetzt auch erstmal kurz mit dem Spind hier durch die Gegend. Dass ich zumindest mal irgendeine Lage... ja, ich kriege den raus. Sehr geil. Ich hoffe ja, dass wir hier immer noch irgendwie... ja, eigentlich hoffe ich auf das Weiße Haus, auf das Große, das wir in Staffel 1 schon mal bezogen haben. Ich würde das erstmal als Base nehmen. Wir können ja dann immer noch mal eine schöne Location raussuchen. Und dann kannst du auch das Messer gleich mitnehmen. Aber ich brauche erstmal hier einen, quasi einen sicheren Hafen, wo ich mal ein bisschen was herstellen kann, mein Loot unterbringen kann. Dachte jetzt eigentlich, ich habe hier schon was durchschimmern sehen. Das müsste nämlich jetzt hier irgendwo sein. Jetzt einfach mit meinem Spind hier durch die Gegend laufen. Guck mal da. Jetzt mich mal bitte hier aber nichts wegflexen. Und wir gucken uns dann selbstverständlich alles nochmal ganz genau an. Sieht doch auch schon wieder ziemlich gefährlich da hinten aus. Ist das schon Straßensperre jetzt? Die kam ja eigentlich deutlich weiter hinten. Okay, wir schlagen uns mal hier hindurch. Ja, bitte ohne Bär. Dann sogar ein Pickup, den du dir fertig machen kannst. Das ist ja mal richtig genial. Jo, der Spind ist schon mal hier. Ist das das Haus? Also ja, im Prinzip schon, aber hier die Garage ist neu und der Carport oder was auch immer hier auch. Aha.
Sehr geil, ich bin begeistert. Ich glaube, wir schauen mal rein. Oh, verdammt. Und jemand hat hier Bücher mitgehen lassen. Hier waren noch Schränke ohne Ende drin. Oh, die Tür gibt es auch nicht mehr, aber... Habe ich schon wieder... Kann ich mir hier Beete reinsetzen? Die kleine Imhaus-Bepflanzung. Oh, das Bett gibt es auch nicht mehr. Na gut, da kannst du ja, können wir uns auch ruckzuck mal selber eins bauen. Aber ich hätte hier zumindest schon mal genügend Platz. Warum ist hier eine gelbe Kante angemalt? Kein Mensch. Hat schon mal genügend Platz für meine Base. Das könnt ihr auch mal so ein bisschen sichern hier. Ach so, bringen den Spind doch gleich mal rein hier. Ja gut, dass wir schon mal einen mitgenommen haben. Also wir schon mal einen Schrank, auch wenn der schon voll ist. Mal glatt mal gucken, wie wir das hier einrichten. Aber das kann ich ja jederzeit nochmal bewegen, das Ding. Ich knall den erstmal hier in eine Wand, dass wir hier weiterkommen. Voll gemacht hat sie natürlich schon, ne? Ja. Okay, dann... Hast du ja jetzt zumindest ein bisschen Platz im Inventar. Stecken kannst du hier... Ja klar, kannst du hier noch was stecken. Dann lass die Munition noch hier. Hast eh noch keine Knarre, mit der du schießen könntest. Sehr gut. Okay. Das finde ich ja schon mal ziemlich geil. Wir gleich auch noch einen Pickup stehen haben. Mal sehen, wie wir den zusammengeschraubt kriegen und wir die Teile dafür finden. Nochmal ganz kurz hier oben auf dem Wasserturm. Ich würde mir eigentlich den Loot nochmal wiederholen wollen, den ich in... Achso, ich muss das ja noch als Base markieren. Ich hätte ja diese Waldhütte da schon mal genommen, aber die finde ich jetzt nicht so prickelnd. Die ist nicht wirklich groß, da kannst du nichts reinbauen. Schlecht gesichert. Hole ich mir jetzt höchstens nochmal den Loot ab. Und wir bauen uns erstmal hier ein bisschen was auf. Bin ich ja schon mal froh, dass es das Haus noch gibt. Irgendwie das Gefühl, dass mir hier gleich wieder einer über den Haufen knallt. Nicht zumindest. Ich hätte auch schon mal vorher dann denken können, das mal abzusafen. Ein Schulbus. Guck mal, hier ist umzäuntes Gelände. Kein Bandit in Sicht. Wir haben ja gerade gespeichert. Irgendwie hätte ich jetzt gedacht, dass hier Banditen wohnen würden. Jetzt ziehe ich mit meiner Baseballkeule wahrscheinlich auch den kürzeren. Ich sehe tatsächlich niemanden. So ein Reifen, kann ich den nicht nehmen? Da ist ein Reifen, den ich nehmen kann. Hehe. Gleich mal her damit. Jetzt schon ganz geil, wir könnten uns ein Auto zusammenschrauben demnächst mal. Da oben sehe ich auch was. Moment mal, hat sich da hinten gerade was bewegt?
gut, wenn ich gleich mir gleich einen Schuss durchs Tal hält, dann weiß ich Bescheid. Hier sieht es ja schon mal deutlich belebter aus, als es vorher war. Cool. Hier scheint tatsächlich keiner zu wohnen. Oder das Militärcamp hier. Eigentlich wollte ich ja den Loot holen aus der alten Base und ich habe die andere. Oh, hier sind Spinte. Alles klar, merke dir, zwei leere Spinte kannst du dir unter den Arm klemmen. Brauchst du in deiner Base. Cool. Ventilator. Schön hier direkt vor den Stuhl gestellt. Ah, wie gern würde ich mich mal eine Runde hinsetzen. Hier mit den Scheißhäusern, da haben sie es aber. So. Der Schwede, hier hast du natürlich auch so einiges. Oh, das kann... Leute, die kann man auch moven. Hier wird mal schnell her. So eine Box hatten wir noch nie. Jetzt bin ich hier am... Scheiße. Entschuldigung. Komisch, ich hätte echt gedacht, hier spawnen Banditen. Vielleicht spawnen die da ja noch. Da ist es um mich geschehen. Boah, hier muss aber erstmal durchkommen. So. Stelle ich mir schon mal hier vorne hin. Findest du das wieder? Ja, ich denke schon. Finde ich ja schon mal richtig geil, bis du dich hier überall durchgesucht und durchgelootet hast. Vergeht aber noch mal ein bisschen Zeit. Ah, Materialien. Sehr gut. Fällt mir ein, wir müssen auch Sticks besorgen. Wir müssen die Base mal ein bisschen sichern. Wir wollen Hühnerzaun da. Die Fenster zumindest mal abdichten. Ein bisschen Benzin nehme ich schon mal mit. Zwei Reifen haben wir. Ist hier noch was drin? Nee. Und eine Zündkerze, glaube ich. Den Rest müssen wir uns noch irgendwie besorgen. Ich würde vielleicht sogar mal probieren, ein, zwei von den Abbauwarenautos mal klein zu hacken. Oh. Feder, steck ein. Manchmal hast du ja Glück, dass da eine Batterie dabei war oder so. Na, schon mal ein Teilchen mehr, um uns den Pickup aufzubereiten. Das finde ich ja schon mal ganz cool. So. Die Axt denn mitgenommen? Jo, auf der 1 hast du die Axt. Ach du Jemini. Dauert das jetzt auch länger? Sieht mir fast so aus, ey. Entweder habe ich noch nicht so viele Muckis wie beim letzten Mal oder es dauert ein bisschen länger, hier so ein Auto klein zu hacken. Aber ich hatte ja auch schon den fetten Hammer beim letzten Mal. Batterie?
Nee, leider nichts dabei. Das ist ein Woodscrap. Ich hab auch gedacht, hier liegen Äste rum ohne Ende, aber... Oh, eine Zipkerze habe ich bekommen. Naja. Schlimmer sein. Eins machen wir noch. Lass uns mal hier irgendwo eins nehmen, oder? Schulbus kannst du wohl kaum zerhacken, ich wollte es gerade sagen. Ach, guck mal, hier wär's ja. Hast du die Kiste nicht hier hingestellt? Jetzt ist es auf jeden Fall wieder gefunden. Entschuldigung. Ich traue mir selber nicht, dass ich dann irgendwann diese Kiste suche und sie nicht wiederfinde. Dann bringen sie schnell gleich rüber. Ich habe noch nicht einen Bären gesehen. Auch ganz schön ungewöhnlich. Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt. Ich muss den jetzt noch nicht unbedingt haben. So, Tür auf. Upsala. Moven sollst du bitte. Scheiße, da wird ja eine Quälerei, die hier reinzubringen. Ah, sehr gut. Ja, stellen wir hier eine Ecke. Sehr gut, das gefällt mir ja schon mal. Hat nicht ganz so viel Platz wie der Spinne, ne? Er hat 15. Und die hatte jetzt nur 10. Naja, gut. Nicht klein hacken und auch nicht benutzen, wie es aussieht. Okay, ach scheiße. Wollte ich das jetzt als Base setten? Naja, nee, ist erstmal wurscht. Schon wieder vergessen, keine 2 Minuten her. Ist hier so aufgeregt. Verbandskasten ist da drin. Oh. Oh, hier kannst du mal durchlaufen durch das Teil. Das werde ich nochmal ganz genau das einzelne Wegelchen durchsuchen. Jetzt hacke ich erstmal nochmal das Teil hier klein. Komm schon. Ja, jetzt los. Hallo? Irgendwie geht das nicht. Hm, ja, ist gut, dann eben nicht. Mir unbedingt noch mal ein paar Stöcke organisieren. Das werde ich bis zur nächsten Folge vermutlich auch mal machen. Oh, hier ist ja noch ein... Da liegt noch Munition. Ich habe es schon gesehen. Hier ist nicht so viel drin, wie es aussieht. Nein. Munition stecken wir auf jeden Fall noch mal ein. Ein bisschen was zu essen ist immer gut. Ziemlich geil. Finster hier im Zelt. Na, einmal bitte hier die... Oh nein, das war ja klar. So, Munition hätte ich gern schon nochmal. Ja, ein Rucksack-Upgrade, danke. Nehme ich. Na, wir haben auch noch so einiges abzusuchen. Das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich werde jetzt zwischendurch mal die beiden Spinte, die hier in dem Zelt standen, mal rüberbringen. In die Base und versuchen, ein paar Sticks aufzutreiben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier weiter erkunden dürfen. Da freue ich mich schon drauf. Und zwar tierisch. Aber die Schlepperei, die brauche ich jetzt nicht mit antun. Da wisst ihr ja, wo es lang geht, ne? Einfach da runter, weißes Haus, Schränke abstellen, Loot reinpacken. Und beim nächsten Mal sind wir dann wieder
leer und frisch ausgeruht am Start. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Oder auch, wenn es euch nicht gefallen hat. Dann wäre es aber geil, ihr würdet mir einen kleinen Kommentar da lassen, was ihr nicht so gut fandet. Ne? Könnte ich das vielleicht abstellen? Und, ja, bis zur nächsten Folge Miss Survival. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.